Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich bin den Grünen außerordentlich dankbar, dass Sie diesen Zusammenhang hier noch mal aufgemacht haben. Ich erinnerte mich schwer zurückversetzt an meine Zeit, als ich Sprecherin von Kita Bremen war, von 2002 und 2006. Und es ist bedauerlicherweise festzustellen, dass wir nicht so wahnsinnig weitergekommen sind. Wenn wir uns das ansehen, wie die Zahlen sind, meine Kollegin Frau Müller hat das ja hier auch schon mal angeführt, ist es ja mitnichten, obwohl natürlich die Frage der Grünen auf Frauen und Männer abzielt, ist es letztendlich, an der Realität kommen wir ja nun mal nicht vorbei, mehr oder weniger tatsächlich eine Verantwortungsbereich von Frauen. Und auch bei den Alleinerziehenden bildet es sich ab, dass der allergrößte Teil eben auch dort Frauen sind. Und auch dort haben wir natürlich uns die Erwerbstätigenquote angesehen. Die Absenkung ist exorbitant miserabel. Die Studie der Arbeitnehmerkammer hat entsprechende Zahlen ebenfalls hervorgebracht. Und gerade wenn wir darüber sprechen, was Kinderarmut bedeutet, dann müssen wir Frauenarmut in den Blick nehmen. Und wenn wir da über die Hälfte von SGB-II-Bezieherinnen haben, dann wissen wir auch, wo die Ursachen sind. Da brauchen wir keine neuen Modellprojekte und keine Befragungen. Das ist total virulent auf der Hand liegend. Und wenn ich mir jetzt nochmal in diese Studie reingucke, gerade von der Arbeitnehmerkammer, dann sehen wir doch ganz deutlich, dass Kinderbetreuung zwar nicht in allen Zusammenhängen prioritär genannt wird, aber immer mit ein Grund ist. Von der Qualifikation her, das Problem fängt ja schon viel früher an. Es ist ja nicht nur beim Wiedereinstieg der Fall. Es geht ja schon damit los, welchen Beruf ergreife ich überhaupt? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen? Und so weiter. Bis hin zur Wohnsituation. Es ist immer die Frage auch nach der Kinderbetreuung und auch nach der wohnortnahen Kinderbetreuung. Und dann gucke ich in die Antwort des Senats. Und ich muss feststellen, das Bild, was wir abgeben, ist wirklich mehr oder weniger erschütternd. Die Argumente sind, es kostet mehr Geld. Es lohnt sich nicht für die Träger. In Notsituationen kostet es ab 5 Stunden aufwärts, glaube ich, die 45 Euro. Wer kann sich das leisten von der Zielgruppe, von der wir gerade gesprochen haben? Wenn Erziehungsberechtigte krank werden, dann haben wir überhaupt gar keine Möglichkeiten, sowas aufzufangen. Und jetzt ist es so, dass das Jobcenter einen Prüfauftrag hat für diese Ausschreibung. Und da muss ich doch sagen, meine Damen und Herren, wir haben Modellprojekte gehabt. Frau Ahrens hat es angesprochen, dieses Modellprojekt. Wir hatten Bundesprogramme, die nicht weitergeführt worden sind. Wir machen Werkstattgespräche in der Arbeitnehmerkammer zu dem, was in anderen Großstädten bzw. Kommunen möglich ist. Die haben uns vor Augen geführt, was die seit Jahren tun. Da gibt es keine Ausschreibung mehr in dem Zusammenhang, ohne dass die Träger Kinderbetreuung anbieten müssen. Das machen wir jetzt im Zuge eines Prüfauftrages. Meine Damen, da blutet mir auch aus meiner persönlichen Vergangenheit und Erfahrung total das Herz, wenn ich so etwas mitkriege. Und ich war eigentlich relativ erschüttert über die Aussage von der Frau Senatorin Bogdan, die gestern meinte, ja, wir sind doch nicht der Ausfallbürger für eine, ich weiß es nicht mehr genau, fehlgeleitete Arbeitswelt. So, ja, das kann ich verstehen. Die Arbeitswelt ist nicht spaßig und sie ist auch immer noch unflexibel und patriarchal organisiert. Aber wir können doch den Frauen insbesondere nicht sagen, ihr wartet jetzt gerne mal noch ein paar Jahrzehnte, 50, 60, keine Ahnung, und dann wird vielleicht diese Arbeitswelt anders sein. Das können wir doch von der Seite aus nicht machen, zumal es den Staat wirklich, wirklich viel Geld kostet, wenn man sagt, diese Ressource an Arbeitskraft, die enthalten wir der Arbeitswelt im Grunde genommen vor, weil wir diese Randzeiten bzw. diese Angebote gar nicht vorhalten. Also diesen Zusammenhang muss man sich doch klar machen und da brauchen wir Antworten. Und lassen Sie sich mir dazu sagen, wenn wir dann Programme auflegen wie Laszlo, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Ausschreibungen und zu welchen Zeiten, die genauso funktionieren, dass man das letztendlich als Frau möglichst nicht machen kann. Also da muss ich mir doch denken, da ist doch, also dazu fällt mir nichts ein. Dazu fällt mir wirklich nichts ein. Warum spricht eigentlich die senatorische Behörde von Kinder und Bildung nicht mit dem Arbeitsressort? Wieso gibt es da keine Rückkopplung und sagt, also Leute, das könnt ihr doch so nicht machen?
Dieses Programm war am Anfang so ausgeschrieben, dass man gesagt hat, gerade für Alleinerziehende soll das Sozialversicherungsarbeitsplätze hervorbringen. Toll. Also wenn man diese Ziele, und was ist letztendlich, wo sind die Auslastungszahlen bei den Alleinerziehenden? Miserabel, muss einen ja auch nicht wundern. Und ich möchte noch einen Aspekt zum Schluss anführen. Geflüchtete Frauen, wenn sie Kinder haben, keinen einzigen Sprachkurs können sie ohne Kinderbetreuung anbieten, weil dann werden diese Frauen keinen Sprachkurs machen können. Das ist ein Baustein in der ganzen Frage von Integration und Qualifikation, auch von Frauen. Und wenn ich mir dieses Feld angucke, dann muss man sagen, wir haben hier ein unglaubliches Defizit. Und wir haben jetzt 2018. Und ich führe im Grunde genommen dieselbe Debatte wie vor 16 Jahren. Da war übrigens Frank Pietschow sozialpolitischer Sprecher der SPD. Und er wird sich vielleicht zum Teil daran erinnern, dass wir dieselben Argumente ausgetauscht haben. Danke. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist längst Mittagszeit, auch trotzdem werden Sie mir vielleicht noch ein paar Minuten zugestehen. Weil ich finde, wenn wir uns nicht darüber auseinandersetzen, dass es die Frauenerwerbstätigkeit ist, die hier bearbeitet werden muss, dann sehen wir verdammt alt aus. Es gibt eine Studie, eine Abfrage bundesweit, wo es darauf hinausläuft, wie attraktiv ist Bremen für Frauen. Da geht es nicht nur um die Kinderbetreuung, da geht es um die Qualifizierung, die Arbeitsplätze, die Kulturangebote mit allem drum und dran. Und da muss ich Ihnen sagen, ist Bremen auf Platz 69 von 77. Und wenn das nicht etwas ist, was an der Haltung grundsätzlich nochmal was ändert, und das möchte ich gar nicht nur Kinder und Bildung in die Schuhe schieben, das ist auch Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Und da müssen wir ansetzen und da müssen Bedingungen geschaffen werden. Und wenn diese Bedingungen nicht so sind, dass sie auch sanktionierend und pädagogisch sanktionierend funktionieren, ich sage nur Tariftreue und Vergabegesetz, dann wird da nichts von. Und das ist etwas, was wir uns auch reinziehen müssen. Und eine Haltung nach dem Motto, na, so ein Kind muss ja auch viel Zeit in der Familie verbringen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da klappen wir die Fußnägel hoch. Weil es geht nicht darum, Kinder abzuschieben, sondern es geht darum, tatsächlich Ressourcen zu schaffen, dass wir für Männer und Frauen gleichermaßen die Möglichkeit eröffnen, ökonomisch unabhängig das Leben zu gestalten, mit Perspektive. Applaus